Hallo, liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Wie viele von euch wissen, war ich in Portugal. 4 Wochen in Portugal. Ja, ich habe auch Urlaub gemacht, aber wer mich kennt, der weiß ganz genau, ohne Tierschutz geht bei mir gar nichts. Und deshalb habe ich mich in 2 Organisationen umgesehen. Und ich habe wieder so viele wundervolle Hunde kennenlernen dürfen. Und auf den Reisen durch Portugal habe ich natürlich auch wieder viele, leider, Kettenhunde und Zwingerhunde gesehen. Ganz viele Hunde, die eben eingesperrt ihr Leben verbringen müssen. Ja, es gibt halt viele Menschen immer noch in Portugal und auch in einigen anderen Ländern, denen einfach diese Empathie für die Mitgeschöpfe dieses Planeten fehlen. Und ich war sowohl in der Nähe von Lissabon, also eher nördlich unterwegs, bei der ANA, bei Ababa Golega. Das ist eine Tierschutzorganisation. Da habe ich eine Hündin entdeckt und die hat es mir sofort angetan, nämlich die Teja. Die kommt am Freitag noch hier ins Revier für Hunde und ich hatte starke Unterstützung in Portugal dabei. Die Lisa war bei mir und wir sind dann von der Anna aus in den Süden gereist zu einer anderen Freundin von mir, die auch ein ganz, ganz tolles Tierschutzprojekt dort betreut und eine Tierschutzorganisation, nämlich Quinta de Caix. Und das ist die Farm der Hunde und da habe ich mich auch sofort verliebt in 2 junge Mädels. Eigentlich hatte ich ja nach Rüden Ausschau gehalten, aber wie das Leben manchmal so spielt, kann man es nicht unbedingt erzwingen. Ich habe also dann in der Quinta de Caix 2 Mädchen kennengelernt und zwar ganz kleine Mädels, 3 Monate alt, die Beju und die Hazel. Und die Geschichte ist echt süß, weil die Beju, das ist die kleinere von beiden, die hat es mir angetan. Und als Gisela, die Inhaberin von Quinta de Caix, mir dann gesagt hat, ja, die kannst du mitnehmen, aber da hängt noch was hinten dran. Und ich so, okay. Ja, und dann kam sie, ihr Schwesterchen. Die beiden sind aus einem Wurf und sind so zuckersüß. Und wenn ich sie mitnehmen wollte, Beijo, das heißt übrigens übersetzt Kuss, ich nenne sie immer Beijinho, Küsschen, dann müsste ich die Hazel auch mitnehmen. Und so entschloss ich mich, oder vielmehr mein Herz, dass beide Hunde mit uns gehen und sofort im Flieger mit uns nach Deutschland fliegen, 2 Wochen später. Gesagt, getan. Jetzt bin ich hier im Revier seit vorgestern, also 2 Tage bin ich wieder in Deutschland und die 2 Kleinen leben sich jetzt langsam hier ein. Und ich stelle sie euch mal vor. Ich werde jetzt mal versuchen, die 2 Mädels zu mir zu locken. Ich habe das schon ein paar Mal geübt jetzt, also mit dem Ranrufen. Früh übt sich, ne? Ihr wisst, auch mit kleinen Hunden sollte man sofort eine Bindung aufbauen. Und ich versuche es jetzt mal. Hendeke. Ander, komm her. Da sieht man mal wieder, ne? Das braucht ein bisschen. Ja, fein. Ja, super, mein Mädchen. Super, mein Mädchen. Biju. Da kam. Ja, Ander. Ei. Ei, da seid ihr, meine Mädels. Also, da sind sie. Die 2 kleinen Portugiesinnen. Rechts die Hazel, links Beijinho, sprich Beiju. Sind sie nicht süß? Hättet ihr Nein sagen können? Und eigentlich wollte ich ja nur 1 Mädel mitnehmen. Aber die 2 gehören einfach zusammen. Und Molly liegt schon neben mir hier und hat sich auch mit den beiden schon angefreundet. Das klappt echt super. Die sind auch in unserem kleinen Haus, Revierrudel, gut aufgenommen worden. Und die Molly, die zeigt sich echt von ihrer mütterlichen Seite, ist aber sehr distanziert. Also zu viel Aufmerksamkeit bekommen die Kleinen von ihr nicht. Ich muss mich da schon ein bisschen mehr zügeln, weil das ist schon verlockend, oder? Das ist schon verlockend. Ja, ich sage ja immer,
Man darf mit Hunden rumschmusen und sollte auch rumschmusen, aber man sollte sie nicht zu sehr vermenschlichen. Und das ist gerade bei Welpen immer ja, ein großes Thema. Ja, also immer wieder aufpassen, dass man die Hunde nicht zu sehr vermenschlicht. Aber es ist auch menschlich, dass wir bei so einem Anblick oftmals sehr, sehr weich werden. So, das war es jetzt erstmal für heute. Und beim nächsten Mal seht ihr, wie ich mit diesen beiden Zwergen ins Revierrudel gehe, in die Hundetagesstätte, im Revier für Hunde. Also, bis dann.